Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir in der Budget Lounge. Mein Name ist Sabrina und wir sind zurück vom Urlaub. Ja, ich schulde euch noch alle Wochenabschlüsse vom August. Ja, ich bin einfach nicht dazu gekommen, was soll ich sagen? Also, zuerst einmal, es war wunderschön im Urlaub. Wir waren ja in der Türkei. Und ja, ich habe hier mir wieder einen Stein einsetzen lassen. Das ist da halt viel günstiger als bei uns. Also so ein Stein einsetzen mit neuer Fassung kostet, das hat mich 80 Euro gekostet, aber das seht ihr dann. Genau, das ist aber nicht echt. So. Ja, los geht's. In der ersten Woche habe ich ja bei Apo-Discount, also ich weiß nicht mehr, ob ich das jetzt abgedreht hatte oder nicht. Ich zeige euch jetzt einfach alle Ausgaben und dann gehen wir einfach einmal alles durch. Es wird bestimmt ein langes Video. Und ich bin erkältet, das tut mir leid für meine Stimme. Ich kann es auch nicht machen, aber ich werde alles rausschneiden, so wie ich kann. Also Abo-Discount 41,10 Euro. Da habe ich halt ein paar Sachen gekauft für den Urlaub, dass ich eine Reiseapotheke mit zusammenstellen kann. Und ja, dann haben wir aber zum Glück nichts gebraucht. Ich bin jetzt erst hinterher krank geworden. Dann habe ich im DM Essen gekauft. Ich habe da Drogeriesachen mitgenommen und für Wünsche irgendwas. Weiß jetzt nicht mehr, ist doch egal. Ein Geschenkgutschein, weil meine Oma Geburtstag hatte, für 50 Euro vom Edeka, damit sie sich halt Essen kaufen kann. Weil meine Oma, die ist 87 geworden, ja. Ich weiß nicht, da jetzt noch was zu schenken, es hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber ja, sie hat alles, was sie braucht und ich denke, ihr hilft es am meisten, wenn sie sich dann eben im Edeka nehmen kann, was sie braucht oder was sie möchte. Dann kann sie sich auch mal was nehmen, was einfach ein bisschen exklusiver ist, weil sie hat nicht so eine hohe Rente. Dann habe ich bei Amazon 10,99 Euro ausgegeben. Fragt mich nicht für was. Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Es ist halt schon fast 4 Wochen her. Dann habe ich mir für 500 Euro Steine gekauft. Ja, ich weiß. Wie kann man für 500 Euro Steine kaufen? Und das sind so Halbedelsteine. Ja, mein Nachbar, der hat einen Online-Shop für Steine und da hat er mir ganz, ganz viele gebracht und ich habe mir welche ausgesucht und also so Rosenquarz und Bergkristalle und ja, wenn ich dran denke, schneide ich genau jetzt ein Bild davon rein. Ich mache ein Bild davon, dann könnt ihr euch das mal angucken. Die sind echt richtig schön und Türkis, Madagaskar-Türkis und Ozean-Jaspis und Achate und ja, alles mögliche, wirklich ganz toll, Karneole und auch einen ganz, ganz tollen Rauchquarz habe ich noch dazu geschenkt bekommen, aber ja, also richtig schöner und ich habe mir auch einen Amethyst ausgesucht, also nicht nur so eine Amethystdrüse, sondern einen Amethyst an sich, ein Kristall, ein richtig schöner, großer, ganz, ganz dunkel lila, mega schön, also ich liebe ja Steine. Und ja, dann habe ich eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen für 21,60 Euro. Im Aldi nochmal 103,74 Euro ausgegeben. Dann beim Etsy habe ich noch den Rest bezahlt, also überwiesen in der ersten Woche für 142,49 Euro. Da schulde ich euch auch noch was, und zwar Spaß am Sparen und nochmal einen Shop. Ja, das muss ich euch noch zeigen, das tue ich auch noch, aber in einem anderen Video. Dann habe ich eine Nussknacker bestellt für 43,80 Euro. Und zwar so eine Maschine, da kann man oben Nüsse, Walnüsse reinschmeißen und dann dreht man das einfach nur und dann knackt es die und dann kommen die unten knackt raus. Weil ich von meinem Vater ja ganz viele Walnüsse geschenkt gekriegt habe. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich euch das schon gezeigt habe. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, ist doch egal. Und dann habe ich noch ein Garkörbchen bestellt, weil ich ja jetzt wieder Roggenbrot essen darf. Und ja, da habe ich mir, weil ich das, also reines fermentiertes Roggenbrot bekomme ich hier einfach nirgends. Ich wohne ja einfach, wo es halt, also diese Bäckereien, die es bei uns halt gibt, die haben das einfach nicht. Nur der Bioladen, der hat einmal in der Woche, aber auch nicht jedes Mal hat er das und das nervt mich. Und ja, ich habe mir einen Sauerteig angesetzt aus reinem Roggenvollkornmehl und da habe ich aber ein Garkörbchen gebraucht, dass ich mir halt einmal in der Woche oder so ein kleines Roggenbrot selber backen kann.
Und dann habe ich beim Rewe 29,35 noch ausgegeben und DM noch 31 Euro fürs Essen. Insgesamt waren es dann in der ersten Woche 294,42 für Essen, für Drogerie 52,58, in der Apotheke 62,70 und insgesamt habe ich 410 Euro ausgegeben. Und ich hatte ja nur 222,50 eigentlich zur Verfügung, aber ich zahle ja alles mit Karte. Also es gleicht sich, ich habe das Geld ja einfach auf dem Konto gelassen, es gleicht sich auf dem Konto einfach aus. Deswegen habe ich das auch so nicht gar nicht gemerkt. Ja, es ist einfach jetzt nur rechnerisch Minus. Und genau, das sind dann aber wieder 222,50 dazugekommen, sodass ich ein Budget von 35 Euro hatte in der zweiten Woche. Wünsche 668 wegen den teuren Steinen. Dann habe ich 50 Euro für das Geschenk und für meine Oma, nee, für den Haushalt diese zwei Sachen, den Nussknacker und das Garkörbchen. Dann in der zweiten Woche habe ich gar nicht mehr so viel, habe ich versucht, ja, ein bisschen an mir zu halten. Ich habe meiner Tochter eine Taucherbrille noch gekauft. Dann habe ich mir nochmal meine Medizin bestellt, damit ich die halt mit in Urlaub nehmen kann, falls es ausgeht. Die waren schon so halb leer und ich war mir nicht sicher. Dann habe ich auch, genau, dann waren wir Kajak fahren. Meine Tochter hat ja ihr Handy verloren und dann haben wir versucht, das zu orten, weil das ist ja in den Fluss gefallen. Aber das hat 8,99 gekostet, aber es hat leider nichts gebracht. Also ja, das Handy ist einfach verloren. Dann habe ich noch so Brechbeutel gekauft, bestellt bei Amazon, weil man ja nie weiß, ob man ja vielleicht im Flugzeug sich mal übergeben muss oder so. Das, ja, aber, also ich nicht, normal nicht. Ich kann echt alles fahren. Ich kann auch, zum Beispiel im Europapark, ich kann alles fahren. Also das macht mir nichts. Ich kann auch dreimal hintereinander fahren, das macht mir nichts. Da fange ich ja an einzuschlafen. Spaß. Aber ich lieb dieses Gefühl, auch Flugzeug fliegen. Ich habe eigentlich Angst, dass es immer abstürzt, weil ich ja Höhenangst habe. Aber ich liebe das Gefühl von dem Fliegen, vom Flugzeug. Also wenn die so in die Kurve gehen und so, ich, ach, so, und wenn es, ja, herrlich. Dann habe ich mir Payback-Punkte auszahlen lassen, die ich ja hier in der ersten Woche viel gesammelt habe. Und doch, ich meine, das war hier, als ich im DM so viel Essen gekauft habe, genau. Dann habe ich für meine Tochter, ja, ihr habe ich 45 Euro für den Urlaub gegeben. So als Taschengeld sozusagen. Und dann sind wir am Freitag nachts, von Donnerstag auf Freitag, sind wir dann in den Urlaub gegangen. Auf dem Flughafen haben wir 10,25 Euro für, also ich, mein Mann hat ja auch was gezahlt, aber ich habe jetzt 10,25 Euro für Getränke. Achso, ihr seht nur meine Ausgaben, das, was mein Mann bezahlt hat, das seht ihr jetzt nicht, das habe ich mir jetzt auch nicht extra aufgeschrieben. Also 10,25 € für Getränke. Dann haben wir den Busfahrer, der uns von Antalya nach Çanakkale gefahren hat, also vom Flughafen in der Türkei zu unserem Hotel, habe ich 2 Euro Tipp praktisch reingeworfen in sein Körbchen. Dann habe ich auf dem Bazar an dem Tag 23 Euro gleich liegen lassen. Und sind wir nämlich gleich am Abend noch nach Çanakkale auf den Bazar gelaufen. Und dann habe ich aus Versehen, ich habe meine mobilen Daten eigentlich ausgeschalten, aber ich habe direkt 97 abgeschlossen für eine Woche Türkei. Aus Versehen, das muss ich jetzt halt bezahlen, deswegen habe ich das jetzt aufgeschrieben. Ja. Mein Mann ist übrigens auch was passiert. Wir haben ja einen Partnervertrag und bei ihm ist es das passiert, dass er einfach eine SMS von einem Drittanbieter von Vodafone Türkei zugeschickt bekommen hat und er hat automatisch 2 SMS-Abos abgeschlossen, aber ich habe mich da schon beschwert und wir müssen das nicht bezahlen. Also das war echt unverschämt. Also passt auf, wenn ihr ins Ausland geht und lasst vorher so Drittanbieter ausschließen bei eurem Vertrag. Denn man muss da nicht mal groß zustimmen und man schließt sofort ein Abo ab. Also man bekommt eine SMS zugeschickt und die zeigt es dann oben an, wie bei WhatsApp. Und wenn man das anklickt, hat man direkt das Abo abgeschlossen. Also das ist eine richtige Falle, weil wir haben ja ein Apple-Handy und wenn da eben Nachrichten reinkommen, auch von Instagram oder TikTok oder so, dann zeigt es ja oben immer bei uns so an, so einem kleinen Dings, so einem kleinen Fenster. Und wenn man sich das durchlesen will, dann klickt man da ja automatisch, toucht man da ja drauf. Und dann hat man in dem Moment direkt das Abo abgeschlossen, also richtig gefährlich. So,
Also dann habe ich mir Dalando Leaf gekauft, so eine ganz große Tube für 8 Euro. Das ist echt richtig günstig, finde ich, weil bei uns kostet das schon so eine ganz kleine Handcreme so viel. Und das wollte ich unbedingt eins haben. Dann waren wir 1,5 Stunden am Samstag im Hammam. Das hat für 3 Personen, also die Hälfte, 105 Euro. Es hat aber richtig aufgeschlagen, also wir sind sonst nicht mehr dahin gegangen. Dann habe ich mir verschiedene Sachen gekauft, zum Beispiel so eine Blumenspange. Und die habe ich mir jetzt gekauft, die habe ich behalten, also das ist so eine Haarklammer. Dann Granatapfeltee und dann habe ich für 40 Euro so Hosenröcke gekauft, zwei für mich, zwei für meine Tochter. Also 10 Euro pro Stück. 11,50 € für eine Handtasche und Geldbeutel. Das kann ich dir auch mal zeigen. Moment. Also das ist fürs Handy und Geldbeutel. Und da ist dann auch noch ein, wie heißt das? Also so ein Henkel, also ja, eine Tasche halt, so ein Henkel dabei. Und dann habe ich der Putzfrau 10 Euro aufs Kopfkissen gelegt, die unser Zimmer geputzt hat. Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall in der Woche fürs, also ich habe Essen nichts eingekauft, weil wir versucht haben, alles aufzubrauchen. Dann habe ich 16,98 € ausgegeben, eben für diese zwei Sachen noch. Habe ich zwar ungeplant rein, 2 Cent Runden und dann waren das 17 Euro und 18 hatte ich übrig sozusagen. Bei Gesundheit waren es 132 Euro. Im Urlaub habe ich 380 ausgegeben für die 3 Tage und 62 Euro für meine Tochter. Genau, sodass ich dann neues Budget 240,50 hatte und zusätzliche Einnahmen 32,24. Das war dann der zweite Wochenabschluss. Und wir waren bis hierhin im Urlaub und das sehen wir dann nachmittags. Ja, so um 5 Uhr waren wir zu Hause. Ja, da waren wir praktisch den ganzen Tag unterwegs. Ja, aber ich fange jetzt mal hier an. Wir waren am Montag in Siede. Und da haben wir Tee und Gewürze gekauft, so Hähnchengewürz und einfach diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so diesen Tee. Und wir haben richtig zugeschlagen, wir haben über 1 Kilo Tee gekauft da. Ach, lecker, ich lieb den Tee, ja, diesen türkischen Tee, diesen Pulvertee, ach, lecker. Und da habe ich mir noch zum Beispiel Ketten und Haarklammer gekauft. Das sind aber nicht die. Da gab es so einen 1-Euro-Laden halt. Und für insgesamt 5 Euro. Dann sind wir am Dienstag, habe ich genau beim Schlagli Juwelier. Also wir waren ja hier am. Ich gerade mal gucken. Genau hier. Ach, da habe ich vergessen, genau. Ich habe mir Ohrringe gekauft. In Schlagli beim Juwelier. Und zwar die hier für 155 Euro. Aus echt Gold 585. Aber das sind Zirkonia. Das sind keine echten Diamanten. Aber ich fand die richtig hübsch zum so Anziehen für jeden Tag. Genau. Und die habe ich runtergehandelt auf 155. Und das habe ich vergessen zu sagen. Genau, deswegen war das hier so teuer. Und da habe ich dann meinen Ehering da gelassen und den haben wir dann am Dienstag geholt. Und da habe ich ja dann den Diamant einsetzen lassen für 80 Euro. Genau. Dann haben wir im Hotel, in diesem Hotel, da gibt es so eine kleine Shopping-Passage mit verschiedenen Geschäften. Und wir sind halt auch viel mal so rumgesessen und haben einfach geschwitzt und viel getrunken und dann an der Poolbar. Und dann habe ich UNO-Karten gekauft.
Ja, da haben wir echt dann viel Uno gespielt. Ab da, wo wir die Karten dann hatten, wir haben irgendwie gar nichts mitgenommen. Ich weiß auch nicht, irgendwie nicht dran gedacht. Ja, dann habe ich noch einen Seifenschwamm gekauft. Und ein Hammamtuch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da war dann auch eine Olivenseife dabei. Und einfach immer so Kleinigkeiten. Dann habe ich für meine Mutter ein türkisches Auge gekauft. Das kann ich jetzt nicht mehr zeigen, das habe ich auch. Geschenke haben sehr viel hergeschenkt von den Sachen, die da stehen. Am Mittwoch habe ich mal kein Geld ausgegeben. Und am Donnerstag waren wir noch mal in Siede. Denn ich habe mir am Montag Ohrringe anfertigen lassen und die haben 1.100 € gekostet. Diesmal sage ich es euch. Das letzte Mal, was ich mir gekauft habe, sage ich es nicht. Aber ja, ich zeige sie euch mal. Und die wurden so gemacht, wie ich sie wollte. Und sowas geht halt echt nur in der Türkei. Und das sind echte Tansanite. Also in der Türkei beim Juwelier ist das einfach mega. Wenn man da reingeht, dann kann man sagen, was man möchte. Und dann hat er so eine kleine Dose geholt. Oder war einfach die Dose voll mit reinen, also ungefasste Diamanten. Also so wie man es aus so einem Film kennt. Also so. Keine Ahnung, James Bond oder so. Das ist richtig verrückt. Und dann darf man sich die Diamanten, die da reinkommen, oder die, in dem Fall sind es jetzt Tanzanite, aussuchen, die man haben will. Dann werden die gewogen und dann wird ein Preis ausgemacht. Ja, und die wurden jetzt extra für mich angefertigt. Denn die passen genau zu dem, was ich das letzte Mal habe machen lassen. Was hier drin ist, was ich jetzt aber nicht zeige. Ja, genau. Und ja, dafür habe ich auch viel, viel Geld gespart, das muss ich ja sagen. Und ich habe ein bisschen wie soll ich sagen, mein Budget ein bisschen geschröpft und überschritten und so dafür. Aber ja, ich wollte das echt gerne haben. Dann hat der Dolmusch, also mein Mann hat das hier bezahlt, das sind wir mit dem Taxi einmal hingefahren und mit dem Dolmusch zurück. Das ist so ein kleiner Bus, der da immer fährt. Und dann habe ich den am Donnerstag bezahlt. Der kostet 12 €. Und zwar 2 € pro Person, pro Fahrt. Und insgesamt 12 €. Also das ist zum Beispiel schon teurer, doppelt so teuer geworden. Vor 2 Jahren hat das noch 6 € gekostet. Und daran sieht man, dass es einfach alles doppelt so teuer geworden ist. Also zum Beispiel so Schmuck. Also Schmuck geht echt noch. Da kann man echt nichts sagen. Dann habe ich. Genau, dann wollten wir eigentlich irgendwo da was trinken gehen, aber das war alles so extrem teuer. Die haben da wirklich für 0,33 Bier, also 0,33 Liter Bier, haben die 7 € verlangt, auch für Cola und Fanta. Und das haben wir dann halt einfach nicht eingesehen. Deswegen haben wir dann nur Wasser in einem Kiosk kalt geholt.
Und dann habe ich nochmal den 1-Euro-Laden. Zum Beispiel diese Kette. Und davon habe ich auch die Halskette. Weiß nicht, sieht man das? Ja. Und da habe ich noch eine türkische Tasse mitgenommen. Ich weiß nicht, ihr kennt es da bestimmt, diese türkische Tasse, aber als türkisfarbene Keramik. Und ja, dann haben wir hier am Montags, am Freitag sind wir dann ganz früh gegangen. Die haben uns um 8:30 geholt. Und dann sind wir mit dem Bus von Schulakli nach Antalya gefahren. Und da habe ich dem Busfahrer dann 1 Euro reingeworfen, weil ich mein ganzes Geld schon ausgegeben hatte. Und ja, dann haben wir am Flughafen Antalya, habe ich noch eine Flasche Wasser gekauft. Also könnt ihr euch vorstellen, dass sie uns am Flughafen Antalya das Trinken nicht weggenommen haben. Aber ich hatte trotzdem Durst. Ich habe mir dann nochmal eine Flasche Wasser halt gekauft. Ja. Und Antalya ist echt teuer, muss ich sagen. Also da kostet 0,5 Liter Cola kosten 6 Euro. Und in Deutschland kostet 0,5 Liter Cola bei uns in Stuttgart am Flughafen 3,25 Euro. Also muss ich schon sagen, das ist da ein bisschen Abzocke. Genau, das war dann praktisch alle meine Ausgaben vom Urlaub. Die waren richtig teuer. €1.258 Euro alles zusammen. Und ich bin mal gespannt, was ihr zu den Ohrringen sagt. Wir gehen ja jetzt nicht mehr dahin. Und ja, deswegen, also ich finde, ich weiß nicht, was sagt ihr? Habt ihr Tansanite schon mal gesehen? Kennt ihr das? Ich finde es halt so wunderschön, diese Farbe. Und nein, das wird hier nicht rumliegen. Das ist was, das. Also diese zwei Ohrringe, die werden hier nicht rumliegen, die sind nicht hier. Es ist halt gefährlich, sowas im Internet zu zeigen. Aber gleichzeitig möchte ich euch auch nicht anlügen. Ja, keine Ahnung. Aber die werden auf gar keinen Fall hier sein. Also die sind ja nachher in dem Schließfach und nicht hier. Die hole ich dann nur, wenn ich sie halt mal an Weihnachten oder so tragen will. Genau. Und ansonsten werden die nicht hier sein. So. Ja. Dann hat mir mein Mann genau 300 Euro noch gegeben für das Renovieren vom Zimmer, weil er hat die Böden und die Wandfarbe gekauft und noch einen Teppich, einen neuen. Und für das, was er gespart hat, der war noch 300 Euro übrig. Und deswegen habe ich zusätzliche Einnahmen 300 Euro, die ich aber bei meiner Tochter wieder dann, das zeige ich euch in der Übersicht dann, reingenommen habe in ihren Umschlag. So. Genau. Also neues Budget habe ich auf jeden Fall 426 Euro. 37 Euro habe ich insgesamt ausgegeben. Und ja, dann kommen wir zur vierten Woche. Und in der vierten Woche war ich tanken für 62,67. Dann in der Apotheke, weil ich ja krank geworden bin. Meine Tochter, die hat ein Bläschen im Mund und da habe ich so ein Kamillengel zum Betäuben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gekauft. Dass es für sie ein bisschen erträglicher ist, weil so ein Zahnfleisch, das so eine Blase haben, das ist auch nicht so schön. Ja, dann habe ich eingekauft. Ach stimmt, hier habe ich auch eingekauft für 36,42, stimmt. Ja, ein paar Kleinigkeiten an dem Freitag, wo wir heimgekommen sind, weil ja halt nicht viel da war. Und dann bin ich ja direkt krank geworden und dann war ich hier mal kurz und wir haben noch was geholt. Also hier war ich richtig, hier bin ich richtig flach gelegen, Sonntag und Montag. Und am Mittwoch habe ich für 116,32 im Edeka noch eingekauft, genau. So. Sonst war diese Woche nichts. Ich habe in den Sinking Funds nichts ausgegeben. Insgesamt waren es 210 Euro. 426 hatte ich zur Verfügung. Und dann schauen wir mal in meinem Budgetbuch, ob ich da alles richtig reingeschrieben habe. Da bin ich nämlich gar nicht mehr sicher. Ich habe da noch gar nicht alles, glaube ich, eingetragen. Also 294,42. 52,85, 62,70, 3 Cent, 410 Euro, ja. Dann 668 bei Wünsche, bei Geschenke 50, im Haushalt 67, genau, das sind dann 785, also das stimmt alles. In der zweiten Woche habe ich nur 16,98 bei ungeplant
Und 2 Cent beim Runden, das sind dann 17 Euro, genau. Und hier habe ich bei Gesundheit 132 ausgegeben, Gesundheit 132, bei Urlaub 380 und bei Kind 62, was 574 Euro entspricht. Ja, das stimmt auch. Die zusätzlichen Einnahmen waren 32,24. Die habe ich hier. 32,24 und die 300 Euro von meinem Mann. 332,24, genau. Die habe ich hier dazu gebucht. Die 300 Euro für meine Tochter, Kind. 300 Euro. So, dann die dritte Woche. Habe ich 36,42 fürs Essen ausgegeben und 58 Cent fürs Runden. Das sind dann 37 Euro. Urlaub 1258, genau. Und sonst nichts. Die 300 Euro habe ich hier reingemacht, die zusätzliche Einnahme von meinem Mann. Und die vierte Woche müssen wir noch eintragen. Also insgesamt für Essen habe ich 120,10 € noch ausgegeben. Einundsechzig, 67 für tanken und 26,70 für Apotheke. Ich habe mir halt ein Spray für Halsschmerzen noch gekauft und das ist relativ teuer, weil das auch so ein Kamillenspray ist, aber das hilft mir einfach immer sehr. Und sonst hatte ich ja alles zu Hause und meiner Tochter halt was für das Bläschen, genau. 53 Cent Runden. Und insgesamt sind es dann 210. So, Sinking Funds 2 hatte ich keine Ausgabe, das stimmt. So. Ja, dann war es das mit den Ausgaben im August und dann können wir den Monat zusammen abschließen. Also, ich gucke mal noch kurz hier. Die 332,24 zusätzliche Einnahmen habe ich hier reingeschrieben. Ansonsten hat alles gestimmt. Netflix habe ich tatsächlich nicht abonniert. Das habe ich dann nochmal neu ausgerechnet. Und meine Sparspiele habe ich auch alle schon aufgelöst. Das tut mir leid, das wollte ich eigentlich mit euch zusammen machen. Aber dadurch, dass ich krank war, habe ich das jetzt ausnahmsweise mal ohne euch gemacht. Ich weiß, ihr mögt dieses Video sehr. Und das hier sind alles meine Sparspiele, die praktisch aufgelöst wurden, die rausgegangen sind. Und das Geld habe ich komplett rausgeholt. Und ja, habe das dann schon mal verteilt, weil ich einfach nicht reden konnte, 2, 3 Tage lang. Das fällt mir jetzt immer noch ein bisschen schwer. Ja. Ich kann es aber sagen, wo ich das Geld jetzt reingemacht habe. Also ich habe 227 Euro bei meiner Tochter rein, 300 kam von meinem Mann. In Wünsche habe ich jetzt relativ viel rein, weil ich da so viel Geld ausgegeben habe, 468. Dann 20 in Geschenke, dass da halt wieder 20 drin sind, 110 bei Feiern. Eigentlich wären das ja 400 gewesen, aber dadurch, dass ich jetzt mir halt sowas Teures gekauft habe, habe ich 237 hier reingesteckt und nur 110 da rein. Aber ich werde das nicht vergessen, also ich mache da das restliche Geld auf jeden Fall noch rein. Nächsten und übernächsten Monat dann jeweils dann so 150, 200 Euro pro Monat. So 150 sollte ich da noch reinstecken, ja. Also das sollte schon 500 drin sein. Aber ich vergesse es nicht. Dann Gesundheit 16 Euro, sodass ich da wieder auf 0 bin. Und bei 37, bei Haushalt habe ich noch 37 rein, dass ich da auch auf 0 bin. Das sind dann die 1115 und 250 habe ich dann noch aus meinem Budget, was ich hier nicht ausgegeben hatte, noch dazu getan, sodass ich jetzt 651 beim Urlaub im Minus bin und 200 bei Wünsche und ansonsten hat sich das jetzt ausgeglichen auf 1319. Und da nehme ich dich mal kurz mit. Also 2271 hatte ich drin. In der ersten Woche habe ich 785 ausgegeben, 574 in der zweiten und 1285 in der dritten und ich war dann 346 im Minus. Habe aber aus den Sparspielen 1115 dazu getan. Und aus meinem übrig gebliebenen Budget und das, was mir mein Mann gegeben hat, 550 und nämlich 1319 wird ein Plus, Gott sei Dank.
Und das gucke ich, dass ich das jetzt halt nach und nach ausgleiche. Und im September darf ich nicht shoppen. Also da ist einfach Shoppingverbot. Ich habe es jetzt im August echt übertrieben. Ja, was ich ja echt gut kann beim Shoppen. Aber deswegen mache ich das ja, weil ich halt gerne shoppe. Vor allem, wenn ich die Möglichkeit habe und es mir erlaube, dann ist einfach rum. 92, 42 plus 36, 42, 120, 10. Habe ich 450, 94 ausgegeben. Und beim Tanken habe ich 62, 67 ausgegeben. Ich nehme mal den anderen Taschenrechner, der ist mir zum Tippen einfach lieber. 52, 85. Und da habe ich gar nichts ausgegeben. Aber in der Apotheke, da habe ich echt zugeschlagen, 62, 70. Aber es ist auch echt richtig toll geworden. Also 89, 40, ja. Aber ich bin echt, wenn man nur so zwei Sachen holt, ist man direkt fast 30 € los. Das ist verrückt. 16, 98. Und beim Runden waren es 'smal nicht so viel. Habe ich nur 1,16 Euro. So, also insgesamt sind es dann 450, 94, 62, 67, 52, 85, 89, 40, 16, 98 und 1,16 €. 674 habe ich insgesamt ausgegeben für 3 Wochen. Das sind in der Woche immerhin 224 Euro. Ja, okay. Wir waren ja eine ganze Woche nicht da. So, jetzt muss ich noch ausrechnen, was ich hier übrig hatte. Also 540 hatte ich Budget und 450, 94 hatte ich ausgegeben. Das heißt, mir bleiben 89,06 €. Hier hatte ich 100 € Budget, habe 62, 67 ausgegeben und es bleiben mir 37, 30. Hier hatte ich 50 € Budget, das sagt, sieht man schon, dass ich da 2,85 € minus bin. In der Apotheke 2,70 €, nein, sogar noch schlimmer. Da hatte ich 60 Budget mir gegeben und ich habe unfassbare 89,40 € ausgegeben. Und das ist im August, also echt verrückt. Das sind noch 100 übrig, weil ich alles Geld aus dem Urlaub rausgenommen habe, das wir gebraucht haben. 29,40 €. Ja, und sonst haben wir halt Sachen gemacht, die einfach kein Geld kosten. Fahrradfahren, spazieren laufen, Verwandte besuchen. Ja. Ich kann eh nicht essen gehen, deswegen ich koche glutenfreie Kuchen selber. Ja. Sieht irgendwie mal aus, ob wir nie was machen bei Freizeit. Ich plane da immer voll viel Geld an und irgendwie. Aber wir machen einfach Sachen, die dann nichts kosten. Und den Rest habe ich halt in der Woche aus Urlaub rausgenommen, wie wir halt im Urlaub waren. Genau, ungeplant 40 minus 16, 16,98 sind noch 23,02 und da habe ich 1,16 € minus. Jetzt bin ich mal gespannt. 89,06, 37,33.
ich noch 216 Euro übrig. Bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Das wäre. Also 890 minus 410 minus 17 minus 37 minus 210. 216, prima. Und das hier 410, 17, 3, 7. Das sind 674. Perfekt, das stimmt. Also gut, dann rechne ich noch kurz das hier aus. 84, 5, 7, ob das stimmt. 3, 5, 4, 3, 11. Plus die 3, 3, 2, 2, 4. Das sind 3, 9, 5, 9. 92 minus die 1711 Fixkosten 2248. Okay, also dann rechnen wir es mal aus. 3959,92 minus die Fixkosten von 1711. Dann die variablen Kosten hatte ich 674. Die Spartöpfe 2 habe ich jetzt 550 rein. Und bei den Sparspielen, ich habe da Sparstile geschrieben, seht ihr das? Sparspiele habe ich hier 247, 245, 242 und 266 sind genau die 1000 Euro. Wow, ich habe es mal richtig gemacht. Die 1000 Euro, die ich geplant hatte, habe ich da auch reingesteckt. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Also 3.959,92 minus 1.711 minus die 674 minus 550 minus die 1.000, ups, habe ich 24,92 übrig, perfekt. Und das ist dann der Übertrag, den ich mitnehme in den neuen Monat hierhin. Und da habe ich leider die Katze ein bisschen blöd geklebt. Ja, da muss ich dann halt. Blöd. Die kriege ich bestimmt nicht mehr ab. Ne. Jetzt schreibe ich halt ein bisschen weiter hinten, okay? So. Genau. Super. Und was ich noch mit ihr machen möchte, wir gucken jetzt mal noch die ganzen Umschläge an. Also hier können wir nichts nachgucken. Das hatte ich ja überhaupt nicht in bar diesen Monat. Ich hatte ja kein Bargeld hier. Aber die Umschläge, da habe ich ein bisschen Bargeld noch drin, aber viele Platzhalter sind auch drin. Das tun wir jetzt einfach mal nach, ob das stimmt mit dem, was hier steht. Beim Notgroschen 750 Euro, da hat sich nichts geändert. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750. Also das Geld, was hier fehlt, das ist praktisch auf meinem Bankkonto, damit es halt hier nicht im Bau rumliegt. Bei Heizen sind 70 Euro drin. Das steht auch hier und das stimmt auch. Dann beim Kind, bei meiner Tochter, waren 165 drin. Dann sind 62 rausgegangen. Da stimmt was nicht.
Moment. Da muss ich mal kurz nachschauen. In der ersten und der zweiten Woche. Kind. Da steht gar nichts. Das Taschengeld habe ich vergessen. Huh? Celine, Taucherbrille. Ja. Ich habe hier das Taschengeld vergessen aufzuschreiben. Alles klar. Dann hole ich das mal noch nach. Wo habe ich denn das hingeschrieben, das Taschengeld? Ich habe es echt gar nirgends aufgeschrieben. Aber hier habe ich es zum Glück hingeschrieben. Ich schreibe es jetzt einfach hier hin, Taschengeld. Zum Glück habe ich das jetzt noch aufgeschrieben oder beziehungsweise gemerkt. Dann schreibe ich hier hin Kind. 20. Und dann sind das 805 Euro. Das seht ihr, 805. Dann muss ich das noch ändern. Habe ich hier tatsächlich einen Fehler. Ist immer gut, wenn man die Umschläge nochmal kontrolliert. Also hier, der ersten Woche, ist natürlich auch 20 Euro rausgegangen, noch an Taschengeld. Und das sind dann 805. So, und dann stimmt natürlich hier alles nicht. So. Also, 165 minus 20 minus 62 sind 83 plus 227 plus 300 sind 610. Und dann sind es hier auch nicht 1319, sind 1299. Ja. Okay. Jetzt stimmt es auf jeden Fall überein. Mal gucken, ob das Geld stimmt. 100, 200, 300. 400, 500, 1, 2, 3, 4, 580, 600, 610. Okay, das Geld stimmt, so wie es hier steht. Und hier habe ich es einfach nur nicht richtig aufgeschrieben. Dann bei Wünsche ist natürlich kein Geld drin, weil da bin ich ja 200 Euro mal über Minus. Aber die 468 habe ich reingebucht und die 668 habe ich rausgebucht. Genau, da war ich nämlich bei 0. Und im September habe ich Shoppingverbot, darf ich einfach nichts kaufen. Also bei Wünsche halt mir irgendwas shoppen oder so, das geht einfach nicht. Dann Haustier, ich muss erstmal das Minus wieder ausgleichen. Bei Haustier ist 100 Euro sind drin gewesen und es ist auch nichts passiert und es ist auch ein Platzhalter für, mit 100 Euro drin. Dann bei Geschenke waren 50 drin. 50 habe ich meiner Oma geschenkt und 20 habe ich jetzt reingelegt aus Sparspielen. Und das stimmt auch. Dann bei Feiern. Da habe ich jetzt leider nicht das gemacht, was ich eigentlich wollte. Ich habe so viel Geld angespart und habe es jetzt eigentlich verschoppt. Das war natürlich nicht Sinn der Sache. Aber 300 Euro müssten trotzdem drin sein. 100, 200, 250, 270, 280, 290, 300 Euro sind drin. Und den Rest lege ich dann halt jetzt nächsten und übernächsten Monat, gucke ich, dass ich dann praktisch die fehlenden 400 hätten es eigentlich sein müssen. 110 sind es jetzt nur geworden, dass ich das dann noch reinlege.
glaube, es macht keinen Sinn, hier so viel Minus zu haben und dann lege ich da bei Feiern 400 Euro rein. Das ist ja Quatsch. Beim Auto 50, da ist gar nichts passiert und die 50 sind drin. Im Urlaub bin ich 651 im Minus. Das stimmt. Bei der Brille, nee, Gesundheit zuerst, da ist kein Geld drin. Da bin ich genau auf Null. Das stimmt, und bei der Brille müssten es 120 sein. Da ist ein Platzhalter drin, 120. Und das habe ich auch richtig aufgeschrieben. Haushalt habe ich mit 37 Euro ausgeglichen, da bin ich auch bei 0. Das stimmt auch hier. Dann bei Garten sind 80 Euro drin. Das steht auch hier. 20, 50, 70, ja genau, 50, 70, 80. Als nächstes Bekleidung. Sind 20 Euro drin, 10, 20, das stimmt. Und bei Sparen müssten es 30 sein. Das habe ich jetzt halt mal drin gelassen, weil ich mit den 30 Euro das einfach auch nicht ausgleichen kann. Und ja, deswegen habe ich das gelassen. Und das habe ich noch nicht gespendet. Das ist noch da. Genau, also. Ihr habt auf jeden Fall gesehen, wie mein Monat ausgegangen ist. Ich habe einen kleinen Übertrag. Ich habe ziemlich viel Geld ausgegeben. Und ja. So. Das ist dann der neue Monat. Und dann machen wir das jetzt als nächstes in der Budgetplanung. Dann würde ich sagen, lasse ich das jetzt so. Das ist auch echt lang genug geworden, das Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal dann. Wobei, ja, könnt ihr mir mal schreiben, ob euch das vielleicht besser gefällt, wenn ich einfach die Ausgaben einen Monat lang sammle und dann euch alles auf einmal zeige und dann ist gut. Genau. Bis dann, macht's gut. Tschüss.